Und da sind wir wieder bei Let's Play Gothic 2. Ja, wir haben in der letzten Folge diese zwei unglaublich mächtigen Eisgolems besiegt nach gefühlter halben Stunde, Stunde, keine Ahnung, ewig lange. Und jetzt quatschen wir nochmal mit Silvio, damit wir uns weiter in das Gebiet des Eisdrachens vorwagen können. Ich heile mich mal vorher und kippe auch nochmal einen Mana-Trank und speichere auch nochmal. Und dann auf wie. Der Weg ist frei. Der Weg ist frei. Deine Eisriesen sind nicht mehr. Gute Arbeit. Dann lass doch mal sehen, was wir da haben. Moment. Was ist mit dem Geld? Alles zu seiner Zeit. Ja. Ah ja, okay. Der Bulko oder wie er heißt, hat es jetzt doch mal geschafft, sich nicht in den Boden zu backen wie letztes Mal. Er versucht, den anzuschieben. Und was hat er jetzt vor? Da stehen. Und weitergehen. Oder was? Hey! Was nu? Was jetzt? Tja, sieht übel aus, würde ich sagen. Am besten, du gehst vor und ich folge dir einfach. Erst will ich mein Geld sehen. Erst will ich mein Geld sehen. Wenn wir erstmal den Drachen haben, kannst du so viel Geld haben, wie du tragen kannst. Hast du Angst? Hast du Angst? Quatsch hier keinen Blödsinn, jetzt lauf. So ein Sack, ey. Ich will mein Geld jetzt. Ich will mein Geld jetzt. Entweder du gehst jetzt vor oder du wirst mich kennenlernen. Ja, von mir aus. Von mir aus. Na dann los, hopp hopp. Gut, die werden es schon noch gezeigt kriegen wahrscheinlich. Und außerdem locken wir die ganzen Monster jetzt zu denen. Denn ich sehe es gar nicht ein, mir hier die Hände so dreckig zu machen. Wir locken die schön an. Komm her, Mistvieh! Ja, hilf mir! Hilfe, 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 Hilfe! Ich hab's immer noch mit dir, Mistvieh! Das habt ihr gut gemacht. Auf euch ist echt Verlass. Dann machen wir dasselbe Spiel gleich nochmal und locken mal alles an, was wir hier finden. Huch. Weg mit der Waffe! Den hier noch. Na komm. Komm schon! Och Mann. Das ist echt eine Qual mit der Armbrust. Weil wir nicht treffen. Weißt du was? Na komm. Schießt das Irrlicht auf uns oder wie das Ding heißt? Okay, das war ja jetzt nicht so spektakulär. Ich glaube, den kriegen wir auch noch tot. Ja, den kriegen wir auch. Da ist nichts. Ich hoffe, wir können die Eisgolems einfach da hinten stehen lassen. Ich glaube es allerdings irgendwie nicht. Genau, kommt her, ihr zwei. Die müssten eigentlich, also letztes Mal waren sie zu schaffen, jetzt irgendwie nicht mehr, doch. Jetzt geht's. Oh, und die ziehen so viel ab, ey, es ist unglaublich. Kann sich also wirklich nur noch um Stunden handeln, bis wir da irgendwie... Hallo? Okay, wir können nichts mehr auf Null legen. So, ist denn jetzt der Weg schon frei? Ich versuch's einfach mal.
Oder muss da echt alles weg? Bitte nicht. Also nee, der nicht, der war's. Ich dachte, du wolltest in die Eisregion. Ich dachte, du wolltest in die Eisregion. Geh ruhig schon vor, ich komm dann schon. Oh Mann, jetzt müssen wir echt... Er kommt wahrscheinlich dann an, wenn wir den Drachen besiegt haben. Ich wette mit dir, dass es so ablaufen wird. Da sind natürlich jetzt zwei. Aber da liegt auch ein Trank, also locken wir die einfach mal an. Na komm. Okay, der erste kommt. Nein! Komm her, Mist! Ja, Hilfe! Tötet es! Ich hab's Danke. Immer noch drauf. Ein Mist viel weniger. Ein Mist viel weniger. Okay. Den anderen können wir... Huch, da ist er. Den können wir uns ja eigentlich so packen. Au. Au, au, au. Stirbst du jetzt mal? Das ist manchmal echt... So, was war das für ein super toller Trank? Wahrscheinlich ein kleiner Heiltrank, ne? Ja, was sonst? Was auch sonst? Ne, ein Mana-Trank. Wow. Geil. So, machen wir nochmal das hier. Da oben wimmelt es ja nur so von... Goblins und... Na, Goblins sage ich schon. Golems und... blöden Echsenmenschen. So, kommt her. Komm her. Und die sind wirklich gefährlich. Obwohl. Wow, das war Glück. Das war echt Glück. Und wir machen das Ganze ganz langsam und entspannt. Wir prügeln uns hier Gegner für Gegner vor. Ganz einfache Kiste. Da hinten liegt noch irgendwas. Das würde ich mir gerne holen. Das Irrlicht lässt sich ja recht... Huch! Ey! Hallo! Lässt sich ja recht leicht besiegen. Oder? Da lag doch was. Ich bin... Bin, glaube ich, blind. Okay, ich bin blind. Oder auf jeden Fall sehbehindert. Da liegt nämlich gar nichts. Naja, auf jeden Fall, hier kann man erkennen, das war das neue Lager damals. Zu unserer Zeit, als wir hier noch in der Kolonie gewerkelt haben und gelitten. So, komm her, du Schlingel. Okay, ich würde da drinnen gerne gucken. Ich hoffe nur, dass der Eisgolem uns in Ruhe lässt. So könnte er uns ja eigentlich gar nicht sehen. Wein und Wein und Wein und... Oh, und eine Spruchrolle. Wow. Was mag das nur für eine Spruchrolle sein? Und ein Ling und ein leichter Fisch und ein Trank. Leichter Fisch, da ist irgendwas drin wahrscheinlich wieder. Ich gucke mal gerade, denn da... Warte mal, wir gehen mal raus, damit der Grafikfehler nicht als auftritt. Leichter Fisch. Irgendetwas ist in dem Fisch versteckt. Warte, machen wir gleich. Ich guck nur kurz, was das für ein Trank war und eine Spruchrolle. Ja, Trank, Heiltrank, okay. Und die Spruchrolle. Großer Feuersturm wahrscheinlich. Oder mittlere Wunden heilen. Oh, ich hoffe, das funktioniert mit der Eiswelle. Oder ich hoffe, dass der Drache extrem anfällig gegen unsere Feuerdinger ist. Feuerzauber. Aber ich habe so das Gefühl,
Wenn das bei dem Eisgolem schon nicht klappt, dann wird es höchstwahrscheinlich bei dem Feuer, bei dem Eisdrachen auch nicht klappen. Aber man kann es ja mal versuchen. Wir können uns natürlich auch erstmal hier runterstürzen. Okay, nur einer. Au. Da ist nichts zu. Ja, da ist auf jeden Fall gar nichts zu. Schnell heilen, da kommt irgendwas. Okay, gleich hat's uns wahrscheinlich, was da auch immer jetzt kommt. Es wird ein Eiswolf sein. Wir gehen einfach weiter. Wir gehen einfach weiter. Ihr könnt uns mal. Ich lasse mich hier nicht. Ne. Gut. Die bleiben da. Da oben habe ich irgendwie. Okay. Einen Vorsprung entdeckt, wo aber nichts ist. Hier ist ebenfalls nichts. Da sind noch ein paar Echsen. Das ist nicht wahr, ne? War nicht hier eigentlich dieser blöde Eisdrache? Er war doch hier. Ja, da hinten ist der Hort, also müsste der eigentlich da gewesen. Ey, das ist doch nicht wahr hier, oder? Das ist doch wohl ein Witz. Wie sollen wir denn das schaffen? Ach, Leute. Leute, Leute von heute, echt. Lehne Mana Bonus. Dann speichern wir und ja. Den können wir nicht nehmen. Den Feuerball können wir auch nicht nehmen. Das können wir mal machen. Ich probiere es gerade mal aus. Ob das vielleicht bei den Eiswölfen irgendwie was bringt. Okay, es bringt was. Scheiße, das war knapp, das war knapp. Och, Leute. Das war echt knapp. So, machen wir mal das. Oh, mittlere Wunden heilen, heilt uns komplett. Das ist natürlich praktisch. Wir schaffen das schon. Es wird zwar dauern, aber wir schaffen das. Da bin ich fest von überzeugt, dass wir das schaffen. Früher oder später. Irgendwann. Irgendwann treffen wir. Na, oh Mann, du blöder Idiot. Puh. Haben wir eigentlich noch Heilkräuter? Ja. Haben wir, dann essen wir die mal. Bringt jetzt nicht so viel, aber immerhin besser, als wenn wir ständig die Heiltränke vergeuden müssen. Oh Gott, Leute, ey. Da hinten ist doch noch so ein Haufen von... Eiswölfen. Na, komm hoch. Komm hoch, kleiner Mann. Oder bleib halt da.
Na komm. Okay, gute Stelle, um Gegner hier in die Falle zu locken. Oh. Und hier müsste dieser merkwürdige Drache sein. Allerdings töten wir vorher erst alles. Denn ansonsten haben wir ein Problem. Ich glaube, wir haben sowieso ein Problem, aber das ist eine andere Sache. Na komm jetzt. Triff den doch mal. Hey. Ach, es ist... Den? Ja, den können wir anlocken. Das ist nur einer. Dann haben wir einen schon mal weg. Sehr schön. So, jetzt aber bitte den Echsenmenschen. Irgendwie. Gut, dass wir genug Bolzen wahrscheinlich eingesammelt haben über die Zeit. Weißt du was? Da geht das Anlocken so doch besser. Das war der. Oh, wir sammeln gut Erfahrung auch. Aber es ist doch ganz schön zeitaufwendig. Gut, hier sind noch zwei Eiswölfe. Ich versuche mal einen irgendwie zu locken. Funktioniert natürlich nicht. Oh, funktioniert doch. Scheiße! Oh, ich bin aber auch echt schlecht. So, da ist der nächste. Der kommt auch noch. Komm her. Put, 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 put. So, den hätten wir auch. So, reicht's noch für... leichte Wunden heilen? Ja, hä? Speicher nicht vergessen. Nach dem Essen Speichern nicht vergessen. So, der letzte Kollege hier. Und dann haben wir den Weg frei. Ich gucke aber erst nochmal hier rum. Da liegt noch... oh, eine Nachricht. Wahrscheinlich höchst hilfreich. Wir haben das Lager verlassen. Jetzt, da die Barriere endlich gefallen ist, werden wir das Zentrum der Zerstörung aufsuchen. Vielleicht finden wir dort die Antworten, die wir so viele Jahre gesucht haben. Wohin unsere Reise danach geht, weiß nur Adanos. Adanos ist bei uns, Satuas. Aha, der hat hier eine schicke Nachricht hinterlassen und ja. Ich würde sagen, wir versuchen mal... Scheiße, ey. Ich will nicht. Wir versuchen mal den Drachen. Ich will aber trotzdem nicht. Das Gefühl, wenn man weiß, dass es höchstwahrscheinlich nicht klappen wird. Und man total peinlich berührt hier steht und sich denkt, ja, wie machen wir das jetzt? Ja, genau, wie machen wir das jetzt? Das ist die nächste Frage. Wir versuchen mal als erstes mit dem Feuersturm, würde ich sagen. Oder anders. Versuchen wir es mit dem Feuersturm? Wir versuchen es einfach mal. Wir haben ja Zeit. Wir versuchen es mit dem Feuersturm. Wenn es damit nicht klappt, machen wir die Eisbarriere. Wenn es damit nicht klappt, machen wir den Dämon. Und wenn es dann nicht klappt, dann... Warum störst du meine Ruhe? Muss ich mich noch weiter eingraben, damit ich endlich Ruhe vor euch lästigen Winzlingen habe?
Ihr Menschen seid ein so seltsames Volk. Hinweggefegt durch den Odem des Todes findet sich doch immer noch jemand, der sich aus der Asche erhebt und sich zum Helden berufen fühlt. Aber das wird bald ein Ende haben. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass so bald keiner von euch mehr aufsteht. Sei still. Mit der mir verliehenen Macht des Heiligen Auges befehle ich dir, meine Fragen zu beantworten. Frag du nur. Dein Wissen wird dir nichts nützen. Das werden wir doch noch sehen. Wer bist du denn überhaupt, du alte, runzelige Lederhaut? Wer bist du? Ich bin Finkreg, Herr über Schnee und Eis, Hüter der Zusammenkunft und zu guter Letzt dein Tod. Das mag schon sein. Und welchem Gott dient ihr? Welchem Gott dient ihr? Welcher verfluchte Gott konnte es überhaupt zulassen, dass ihr verachtenswerten Kreaturen auf dieser Erde wandelt? Mach dir keine Mühe, den Sinn unserer Zusammenkunft zu verstehen, kleiner Held. Belia hat es nicht nur zugelassen, dass wir jetzt hier sind, er hat es uns sogar befohlen. Beflügelt von seinen heiligen Worten werden wir nicht eher ruhen, als dass wir seinen Willen in die Tat umgesetzt haben. Kleiner Held, wie kann ich euren Meister bezwingen? Er ist allmächtig und nahezu unbesiegbar. Solltest du so töricht sein, ihm trotzdem zu begegnen, wirst du einen langsamen und qualvollen Tod sterben. So etwas höre ich nicht zum ersten Mal. Nahezu unbesiegbar heißt nicht, dass ich ihn nicht töten kann. Also raus mit der Sprache. Was muss ich tun? Um meinem Meister die Stirn bieten zu können, benötigst du die Dinge, die er niemals imstande wäre zu erlangen. Und was ist das? Du musst die höchste Rüstung deiner irdischen Gemeinschaft erlangen und sie auf deiner Haut tragen. Du brauchst ein Schwert, welches von deinem Gott gesegnet wurde. Aber die wohl schwierigste aller Bedingungen ist, dass du 5 Gefährten für dich gewinnen musst, die dir in den Tod folgen würden. Erst dann und nur dann kannst du es wagen, dem Meister zu begegnen. Dem Meister! So, dein Ende ist gekommen! Die Kraft des Auges ist erloschen und deine Zeit ist nun abgelaufen. Wow, das bringt total viel. Nämlich überhaupt gar nichts. Was? Scheiße. Aber es war ja zu erwarten, dass das schon mal nichts bringt. Aber er steht ja da jetzt eigentlich ganz, ganz zufrieden und gechillt rum. Dann versuchen wir es mal mit dem Dämon. So, dann legen wir uns den Golem da auch noch hin. Der steht jetzt hier so rum, das ist irgendwie... Nein, ich bin's nicht. Upsa. Okay, das scheint wirklich zu klappen. Untergang! Denn der Dämon ist aus unerklärlichen Gründen recht immun gegen seine Angriffe. Au! Nein! Aber in der Zeit muss ich mich mal irgendwie heilen. Oder der Dämon macht das alleine? Okay, er macht das alleine. Geil! Wuhu! Ich weine gleich vor Freude. Wir haben es geschafft. Wir haben es echt geschafft. Danke, Dämon. Danke.
Du bist nicht umsonst gestorben. Da ist nichts zu holen. Wir haben es geschafft, das Herz eines Eisdrachen und sein Hort und der dumme Silvio, der gleich kommt und uns alles abnehmen will. Aber von dem lassen wir uns jetzt nichts mehr sagen. Der kriegt's faustdick, kriegt er eine verpasst. Da war noch ein Schwert oder so gerade drin. Der Sturmbringer. Oh. Und eine Steintafel, oder? Ja, Steintafel! Bestimmt eine mit Armbrust, die wir total gut gebrauchen können. Liegt hier noch was? Drachenei! Okay. Gut, dann gucken wir uns erstmal die Steintafel an. Es ist eine noch viel nützlichere Steintafel. Und zwar die Steintafel der Magie. Die können wir total gut gebrauchen. So, der Sturmbringer. Sturmbringer. Sturmbringer ist eine Zweihandwaffe. Toll. Können wir auch total gut gebrauchen. Also die Belohnungen sind wieder fabulös hier. Aber wenigstens gibt's Gold. Jold, jold, jold ist alles, was er wollt. So, dann müssen wir jetzt gleich nur noch den blöden Silvio irgendwie umhauen. Zack, zack, zack. Alles Gold im Sack. Denn ich denke, der wird uns anfallen. Ich gehe stark davon aus, dass das sein Plan war, uns hierher zu schicken, damit wir für ihn die Drecksarbeit machen und er einfach nur doof zugucken kann. Haben wir jetzt eigentlich wieder unser Amulett an? Frankos Amulett, wir hatten eben auch Scheiße, wir hatten, glaube ich, eben schon das Auge Innos an. Kann das sein? Die ganze Zeit? Naja, was soll's. So, die Folge wird auch wieder ein bisschen länger, aber das ist ja okay. Jetzt, wo wir nur noch zwei Projekte im Moment haben, kann man das machen. Da mache ich die Folgen etwas länger. Na komm. So, den haben wir. Und dann können wir jetzt auch Stärke steigern und können das nächste Schwert nehmen. Ja, doch, können wir. Aber ich war gerade am überlegen, wenn wir das Auge Innos nutzen, ob wir das wieder verlieren. Aber nee, wir haben genug. Wir können 6 Stärkepunkte steigern. Nee, noch mehr. Nee, obwohl, nee, doch 6 nur. Das ist ja jetzt nicht wahr hier, ne? Warum sind die wieder hier? Und warum kommen die zu viert? Das ist doch nicht wahr! Ist klar, ich schaffe 4 von denen auf einmal. Hilfe! Vielleicht werden die beiden ja getötet, das wäre... Okay, sie werden... werden nicht getötet. Aber vielleicht werden sie ja geschwächt. Und wir können das ausnutzen. Ich hab's immer noch. Das war's mit dir, Mistvieh. Das war's mit dir, Mistvieh. Und jetzt gehen wir erstmal weg, nicht, dass sie uns anquatschen. Und uns in flagranti erwischen ohne Lebensenergie. So, das hätten wir. Und der Held ist eigentlich auch ziemlich dumm. Wie kann man denn nur da hingehen und... Der Eisdrache ist tot.
Und du gibst mir jetzt alles, was du bei dir hast. Ich denke ja gar nicht dran. Ich werde derjenige sein, der als Eisdrachentöter gefeiert wird. Deine kleine Rolle bei der Sache wird jetzt aus der Welt geschafft. Ende! Haben wir vorher gespeichert? Ja. Denn die sind noch geschwächt, das könnte man sozusagen eigentlich schaffen. Weil wir es ja ausgenutzt haben, dass die... Jawohl. So, bla 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 bla. Ist natürlich blöd, dass die blocken. Das ist wirklich sehr blöd. Haben wir noch irgendeinen witzigen Angriffszauber oder so? Ach, warte mal. Weißt du was? So, ganz einfache Sache. Quatschen wir halt nicht mit ihm, töten wir ihn halt einfach gleich. So. Den auch. Und ja, damit wird es Zeit, in die Burg zurückzukehren. Ich weiß jetzt nämlich auch gar nicht, wo der Steintrache sich befindet, um ehrlich zu sein. Keine Ahnung. Aber ich würde sagen, ich versuche hier mal aus dem Tor rauszugehen. Ich würde sagen, das versuchen wir in der nächsten Folge. Also, bis dann. Ciao.